Hallo zusammen, der Herbst ist da und deshalb gibt es heute Bier-Cheddar-Suppe aus dem Dutch-Ofen mit Fleischbällchen. Zeit, den Grill anzuschmeißen. Leider ist der Sommer offensichtlich vorbei, aber das macht ja nichts, denn ich habe bekanntlich zu jeder Jahreszeit Lieblingsrezepte und so freue ich mich jetzt sehr wieder auf die Schmor- und Eintopf- und Dutch-Ofenzeit. Und deshalb wollen wir heute den Auftakt in die diesjährige Dutch-Ofensaison machen und zwar mit einer Bier-Cheddar-Suppe mit Fleischbällchen. Und ja, das ist total einfach. Wir fangen einfach an mit Zwiebeln, Möhren, Knoblauch und Lauch. Schneiden wir klein. Die genauen Mengenangaben gibt es wie immer unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr also aufklappen, bis runter scrollen und findet dort halt die genauen Mengenangaben für dieses Rezept. Das Rezept reicht für 4 Personen. Und nachdem wir alles klein geschnitten haben, beginnen wir mit einem kleinen Sauerländer Butterflöckchen. Ihr seht das, ich mache heute die V-Pelz-Variante. Ich habe meinen Dutch Ofen vorbereitet und auf den Gasgrill gestellt. Ich habe jetzt die Butter mehr oder weniger in den kalten Dutch Ofen gegeben. Die lasse ich jetzt schmelzen und dann geben wir erst einmal die Knoblauchwürfel hinzu. So, die lassen wir jetzt leicht in der Butter erwärmen und im nächsten Schritt geben wir dann auch schon die Zwiebeln hinzu. In dem Fall habe ich jetzt Würfel genommen. Wenn ihr lieber Ringe säbeln wollt, ist das natürlich auch gar kein Problem. In dem Fall mache ich das immer gerne. Ich gebe immer Zwiebeln und Knoblauch mehr oder weniger in die kalte Pfanne. Die behalten dort eine gewisse Süße. Das ist dann anders, als wenn man sie in die heiße Pfanne gibt. Und jetzt lassen wir sie glasig anschwitzen. Sieht schon ganz gut aus. Hin und wieder das Rühren nicht vergessen. Und danach geben wir sukzessive die Karotten und den Lauch hinzu. Und auch das lassen wir anschwitzen. In dem Fall habe ich noch keinen Deckel vom Dutch Ofen drauf, sondern ich mache einfach immer nur den Deckel vom Grill zu. Und sukzessive heizt jetzt der Dutch Ofen auf. Das ist übrigens ein ganz, ganz einfacher Dutch Ofen. Der hat 3 Liter Fassungsvermögen und ja, ist so eine Art Preis-Leistungssieger, ne? Wenn dann Karotten und Lauch weich geworden sind, geben wir eine ordentliche Portion Mehl hinzu, Zucker und Salz und Pfeffer. Und das Ganze lassen wir jetzt auch so 1-2 Minütchen mit anrösten und erwärmen. In der Zwischenzeit kümmern wir uns um unser Bier. Heute am Start Chiemseer. Ihr habt das ja im letzten Video gesehen, wo ich die Moserliesel habe. Das Helle aus Süddeutschland hat es mir aktuell angetan. Jetzt geben wir genau eine Flasche 0,5 Liter hinzu, 350 Milliliter Milch und 100 Milliliter Sahne. Das war's so an Flüssigkeiten. Ich gebe noch gerne einen Teelöffel oder anderthalb Teelöffel so Gemüsebrühe mit hinzu, Instant. Die gibt es ja mittlerweile ohne Geschmacksverstärker, zum Beispiel von der Spice Bar, da gibt es so cleane Gemüsebrühe. Finde ich ganz angenehm, gibt nochmal ein gutes Aroma an der Stelle. Jetzt gebe ich den Deckel drauf und jetzt lassen wir das Ganze 10 Minütchen vor sich hin köcheln. Und während das so vor sich hin köchelt, kümmern wir uns um den Cheddar, denn es handelt sich ja um eine Bier-Cheddar-Suppe, wie ihr eingangs mitbekommen habt. Den Cheddar reibe ich jetzt hier gerade, das sind 200 Gramm und das sieht schon ganz gut aus. Der letzte Schritt sind jetzt die Fleischbällchen. Wenn ihr das so machen wollt wie in meinem Originalrezept, dann nehmt ihr einfach frische grobe Bratwurst und rollt diese zu kleinen Fleischbällchen. Ihr könnt aber auch Marklöschen nehmen oder Leberkäse nockerln. Da gibt es also Varianten, was man da alles noch reinmachen kann. So, ihr seht jetzt, das köchelt jetzt so vor sich hin. Dann brauchen wir jetzt insgesamt noch 20 Minuten, um das Rezept fertigzustellen. Zuerst geben wir den kompletten Cheddar hinzu. Dann lassen wir das Ganze noch 10 Minütchen weiter köcheln. Und wenn das vorbei ist, dann geben wir die Fleischbällchen hinzu und wieder einen Deckel drauf und nochmal 10 Minuten. Ja, das sieht auch schon mal nach einer guten Fleischeinlage aus. Und wenn dann die 10 Minuten um sind, dann können wir auch schon anrichten. Und hier ist jetzt das Ergebnis, eine total herrlich cremige Käsesuppe mit geilen Fleischbällchen. Ich gebe noch ein bisschen Käse oben drauf, etwas Lauch und etwas Röstzwiebeln. Mein persönlicher Clou bei diesem Gericht ist ein Topping aus Röstzwiebeln. Ihr könnt auch Bacon nehmen, wäre bestimmt auch geil. Aber Röstzwiebeln finde ich an der Stelle nochmal einen Ticken geiler. Jetzt mal ein kleiner Close-up, so sieht das Ganze aus. Natürlich werde ich das Ganze jetzt auch probieren.
Wirklich, wirklich, das ist wirklich richtig, richtig gut geworden. Also ich bin schwer begeistert von der Suppe. Würde mich freuen, wenn ihr das mal nachmacht. Schreibt mir auch in die Kommentare, wenn ihr noch Ideen für Dutch Oven Rezepte habt, die ihr unbedingt diese Saison noch bei mir sehen wollt. Da wird es jetzt noch einiges geben, auch an Suppen. Also ich habe wirklich ein ganz, ganz gutes, ganz, ganz gute Vorbereitungszeit hier schon hingelegt. Bin gespannt, was ihr dazu sagt. Teilen, liken, kommentieren, gern gesehen. Falls ihr noch nicht Abonnent von 0815 Barbecue seid, müsst ihr das natürlich unbedingt nachholen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich bin raus. Euer Markus. Das ist wirklich richtig geil.